Ja, wir haben das letzte Mal ja nicht gespeichert. Jetzt müssen wir alles nochmal machen, ne? Aber kein Problem für so einen Profi wie mich. Wir sneaken uns da jetzt mal eben schnell durch. Tschack, tschack, tschack. Passt auf. In 0, nichts haben wir das. Jetzt müssen wir aufpassen, wo kam was runter? Hier noch nicht. Hier kommt gleich was runter. Wenn wir da. So. Hier gehen wir unten lang, glaube ich, an dem Rhinoceros vorbei. Aha. Für so einen Profi wie mich. Bin ein Stück zu weit hochgesprungen. Okay. Und zack, 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 zack. Nee, nicht. Dieses nach unten drücken. Ich wünschte mir, ich hätte es nie gelernt. Ist das jetzt dein fucking Ernst hier? Neu. Also nein. Okay. Jetzt stehe ich hier und komme nicht wieder raus. Dieses nach unten drücken. Ich wünschte, es hätte es nie gegeben. Okay, ich muss wieder mit dem Joystick arbeiten, mit dem ich will. Problem ist, mit dem einen Joystick kann man besser springen, mit dem anderen Joystick kann man das Y besser navigieren. Das ist so ein bisschen das Problem, was ich im Moment habe, dass ich mit diesen beiden Joysticks. So, okay. Den Joystick zum Laufen, den anderen zum Y navigieren. Oh, jetzt hat er den zermatscht, niedergeschmettert. Das war ein Erfolg. Oh, I'm so good. Sometimes. So, weil hier kommen jetzt wieder die Spinnen, bei denen wir mit Y drücken müssen. Das ist nämlich jetzt die Gefahr, das gefährliche Dingen, wo wir gucken müssen, dass wir da gut rumkommen. So, hier und jetzt die Tastatur. Okay. So. Und da runter. So, und hier. Oh, das erwischt mich noch. So. Wir speichern hier jetzt. Wir speichern hier jetzt. Einmal, dass wir einfach das hier. Wir dürfen nicht viel mehr von den Blauen ausgeben, weil wir die ja brauchen, um das Tor aufzumachen. Das ist jetzt halt wichtig. Wir müssen jetzt da durchkommen, ohne viel zu speichern, damit wir dieses anderer Joystick. So, jetzt geht's wieder. Jetzt wieder den Joystick für die Spuckspinne. Spuckspinne! So. So, dann mal das hier runter. Hier nochmal Leben mitnehmen. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht zerquetscht werde. Das ist wichtig. Nicht zerquetscht werden, liebe Anke. So. Wo fing das an mit dem Zerquetschen? Also hier oben rum war einfacher, weil es da nur ein Quetschteil gab, und zwar das hier. Okay. Und das da. Okay, wenn ich jetzt speichere, ich habe 5. 4 brauche ich, oder brauche ich 5? Ich brauche 4, ne? Oh Gott, riskiere ich das jetzt? Riskiere ich das wirklich? Nee, ich springe so. Ich kann das. Ich glaube an mich. Hier war hier nochmal eins. Okay, hier war das hier. Ah, jetzt habe ich es wieder voll. Jetzt hätte ich es auch speichern können. Achso, da war was mit dem obenrumspringen. Hier, das holen wir jetzt nicht, weil wir das nicht aufmachen können. Das reicht nämlich nicht.
jetzt müssen wir hier nochmal speichern. So, wo sind wir jetzt? Da ist dunkel. Also wir waren bei der Hälfte und bei der anderen Hälfte nicht. Ich weiß es noch nicht so richtig. Vielleicht waren wir hier auch schon. Hätten hier gar nicht mehr durchgemusst. Sieht ein bisschen aus wie der Anfang, oder? Vielleicht habe ich die ganze Mühe umsonst gemacht, weil ich hier schon war. Aber eigentlich muss ich ja darüber zum Dingensbummensbaum. Und dann gibt es ja noch die ganzen Wasserteile, in denen ich hier jetzt noch nicht drin war. Ich glaube, das ist hier gar nicht so schlecht. Jetzt kommt da das Wasser. Dann durften wir vorher nicht rein, weil es davor giftig war. Ist es jetzt ja aber nicht mehr. So. Das kann ich nicht kaputt schicken, das muss ich so aufmachen, ne? Kann man da rüber schwimmen? Oh, vielleicht hätte ich vorher Luft holen sollen. Moment, ich hole mal Luft. Und jetzt schwimme ich da rüber. Hm, eine neue Lebenszelle! Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, komme ich irgendwie da unten durch? Ich glaube nicht, ne? So, wo sind wir jetzt und wo müssen wir hin? Ah, da unten war ich. Darüber, da oben könnte was zum Durchrumsen sein, wo ich noch nicht war, mit einem Portal. Ich müsste gleich nochmal speichern, glaube ich. Mein... Der Weg ist auch echt fies. Wobei, wo will ich denn eigentlich hin? Da oben ist nochmal so ein Portal, wo wir nicht durchgekommen sind. Das könnten wir machen. Wie wollen wir hochgehen? Die nächste rüber und hoch. Aua! So, ich höre den Kingi schon wieder dermaßen laut speichern brüllen, dass ich das jetzt einmal mache. So. Wir wollen gern hier hoch. Haben wir irgendeine Chance, hier hochzukommen? Und wenn wir nicht hier hochkommen, dann kommen wir die nächste hoch, okay. Andere schießen, der andere Joystick wieder. So. Ja, ich glaube, wir müssen einfach nur da oben und dann links, oder? Oh, das war nichts. Angst, dass ich in eine komplett falsche Richtung laufe. Dass ich gerade alles umsonst mache. Ich hoffe, das ist nicht der Fall. Ich hoffe, das ist nicht der Fall. Nee, guck mal. Da, ja! So. Oh, da oben sitzt eine Krähe. Ich bin mir sicher, die ist nicht nett. Eine Fähigkeitszelle! Also, wir können wieder was basteln. Und zwar... nee, nicht damit. Haben wir hier gespeichert und müssen B drücken. So, ich glaube, wir müssen grün weiter skillen, ne? Eine Ultraseelenverbindung in sauberem Wasser zu atmen ist cool. Das ist definitiv gut. Was haben wir hier? Irgendwo war so ein Dreifachsprung. Nee, ich will mal das hier weiter skillen, so. Und dafür brauchen wir zwei. So, ich bin mir sicher, die Eule ist böse. Ich hab... Oh! Oh! Was für, zur Hölle bist du für ein Vogel? Ja, hier sterbe ich jetzt gleich. Aber das macht nichts. Ich hab ja hier gespeichert und kann hier resetten. Nein, ins Wasser kannst du nicht. Oh, na, kleiner Mistvogel.
nur so ein Vogel. Nehmen wir jetzt mal. Wir gehen erstmal weiter runter. Okay, ich glaube, hier müssen wir schneller durch. Oh, ich bin erstickt. Kläglich erstickt. Okay, jetzt müssen wir einfach diesen Vogel ein bisschen besser machen. Oh ja, so war das schon mal nett. Also ich will den anderen Joystick wieder zu kämpfen, den Joystick. Okay. Der ist fies! Der ist richtig, richtig fies. Jetzt geht er zurück und resettet, oder wie? Gar nicht, oder wie? Ah, nee, das ist blaues. Ah, deswegen kann ich hier hoch. Okay. Darunter hätten wir halt auch gekonnt. Okay, wir gehen jetzt erstmal oben entlang. Und hier weiter? Hier kann ich nicht weiter, dann müssen wir hoch. Das war nicht mal die Joystick-Ausrede parat, weil ich die anderen nutze. Den richtigen zum Springen eigentlich. Okay, eigentlich müsste ich speichern. Ich muss speichern, ich will hier oben speichern. Spuckkröte, Spuckkröte, Spuck, 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 Spuckkröte. Oh, oh. Todesvogel, Todesvogel, Vogel des Todes, Todesvogel. Okay, wo bin ich? Wann will ich darüber? Ja, ich will mal darüber. Die volle Krähe hier hoch? Nee. Ah, okay, mehr ist es nicht. Es ist nur das Teil hier abholen. Okay, okay. Dann weiter in die andere Richtung. Oh, eine Spuckkröte, eine Spuckkröte, eine Spuckkröte, eine Spuckkröte. Guck mal, wir sneaken uns unter der Spuckkröte. Ja, haben wir uns gedacht, das ist halt ein Fisch, ne? Im Wasser atmen wäre jetzt schon ganz cool, ne? Okay, Y, dann brauchen wir den anderen Joystick für. Also einmal... Ich muss jetzt mit dem Joystick da hochspringen da und dann. Okay, was gibt's hier? Und müssen wir speichern? Wir müssen speichern, definitiv. Viel mehr speichern können wir bald nicht mehr. Warte mal, ich guck mal, ob ich in die andere Richtung besser gewesen. Ist ja eigentlich egal. Ich sehe, im Moment ist alles, was hier ist, neu. Wow! Wobei, mit dem hätten wir eventuell da hochhüpfen können, ne? Mit einem Y. Anderer Joystick. Flüchte halt einfach furchtbar schnell. Okay, wo sind wir? Oh Mann. Hier der wieder. Okay.
Okay, wo will ich genau hier hin? Ah ne, hier bin ich gerade angekommen, ne? Hier bin ich angekommen. Genau, und dann war dieser ekelhafte Vogel hier. Ah, hier hätte ich mich gegen ihn anschießen lassen können. Ja, egal. Könnte ich immer noch. Nee, kann ich nicht, kann ich nicht, kann ich nicht. So, wir können nicht speichern, das war das Problem. Oh. Wenn ich den tot mache, ich habe ja so viel Leben, dann kriege ich vielleicht so ein bisschen Energie. Also zumindest kann ich jetzt hier oben speichern. Aber mit so wenig Leben will ich das? Ja. Was ist denn, wenn ich mich von der Pflanze nach da hinten hochschießen lasse? Kann ich das nicht auch? Nicht ganz, nicht ganz, okay. Nee, da hoch komme ich nicht. Okay, okay, das Schießen ist gar nicht so einfach. Wir probieren es jetzt nochmal. Halt dieses eine Leben, was ich habe, das ist echt scheiße. Das hätte ich nicht machen dürfen. Da muss ich jetzt fehlerfrei rüberhübeln. Fehlerfrei und ich. Oder ich habe nochmal eine Seelenverbindung, speichere hier und habe drei Übels. Ich bin so gut. Aha! Okay, ich muss eins höher. Immer noch zu niedrig. Moment. Wieso, wieso? Yes. Oh nein, oh nein, oh nein, 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 oh. Geh weit weg, du Ekelvieh. Wo sind wir? Alles neu hier, alles neu hier. Oh Gott, okay. Da ist die Obereule wieder. Wir haben Angst vor der Obereule. Oh, oh. Das heißt, wir müssen uns da hochschießen. Solange Kodo dort hockt, ist der Weg zum Nebelfrost versperrt. Doch schaut nach dort oben. Wir können sie vielleicht ablenken, wenn wir diese Felsen lösen. Welche Felsen? Okay, ich glaube, das ist auch wieder was für die nächste Runde. Ich glaube nicht, dass ich das in der Runde noch schaffe. Aber wir sind ein ganzes Stück weitergekommen. Mit Springen, Hüpfen, Tauchen und ich weiß nicht was noch alles. Bald haben wir unsere zweite Seelenverbindung. Wasser atmen. Ich freue mich aufs nächste Mal mit euch. Macht's gut.